und dich lebenslänglich, Onkel. Und du kannst doch ruhig das Geld behalten. Du weißt ja, wo es ist. Weiß ich auch. Sind ja nur zwei Morde drin von deinem lieben Sigi. Schwerer Raubüberfall, Hehlerei. Minimum, sagen wir, für dich 5 Jährchen. Für mich? Mir kann keiner was nachweisen. Es sei denn, die Familie packt aus. Ihr seid eine feine Familie. Vor Gericht bestimmt. Sei vernünftig, Hella. Onkel hat recht. Du bist mit drin. Schweine. Also, was soll ich tun? Ich hatte einen Vertrag mit Sigi auf 50%. Der erlischt natürlich. Wieso natürlich? Ich bin Sigis Frau. Ich kann dich nicht beteiligen, wie ich Sigi beteiligt habe. Sigi hat alles organisiert. Das musst du einsehen. Was wollt ihr? Wir wollen nichts. Halt du dich raus, Onkel, das rate ich dir. Hella, hör zu. Sigi hat mir zu jeder Zeit sein Geld zur Verfügung gestellt. Davon hat er mir nie etwas gesagt. Ich sage dir klipp und klar, Hella, wenn wir Sigis Geld nicht haben, müssen wir zumachen. Allein, dass der Eisenbahnkuh jetzt nicht gelaufen ist, kostet Millionen. Also entweder du machst mit. Aber das Geld bleibt meins. Ich muss es aber verwalten.